herzlich willkommen zur 153. Folge der 5. Staffel der Welttournee hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi, das hier ist Solange. Wir sind dabei, ein Seuchenherz zu machen. Dabei haben sich ja zwei Begleiterinnen schon verabschiedet. Waren einfach nicht stark genug dafür. Wenn ihr stark genug dafür seid, dann denkt dran, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Das ist drin erstmal, es sei denn, wir können irgendwas auffüllen. Nö. Denn Ziel dieses Playcards war ja, den Wahrzeichen auch im Außenposten freizuräumen. Oh, dann machen wir es mal so. Dann kriegen wir zumindest eine der Damen gelootet und kommen dann nochmal zurück für die andere. Wahrzeichen, Außenposten. Auch unbedingt reinlaufen, ne? Ah, I don't want to jinx it, but I think I just found the perfect outpost. God, I am so sick of plague zombies. Schnell beanspruchen. Consider this outpost done. Strategie müssen wir gleich festlegen. Na, kommst du? Ja, du willst es. Strategie. Welche Strategie benutzen wir? So. Einfluss für Strom ist nicht gut. Arbeitskraft für Strom ist auch nicht gut. Da mache ich lieber 50 Parts. Davon haben wir nämlich aktuell auf jeden Fall genug. So, dann. Das können wir schon mal reparieren. Den Rest können wir wegpacken. Dann können wir dich auch auswechseln, denn du. Achso, du hast aber noch was. Auf dem Rücken. This will slow me down. So, dann gibt es hier noch ein bisschen was zu durchsuchen. Benzinkanister, können wir den gleich loswerden? Nee, lohnt noch nicht. Oh, this again. Und was war das andere eigentlich? Promi-Klatsch-Magazin hier. Das braucht man wohl auch nicht mehr. Und Tüte mit Fibersbloats. Hallo out there! I have some goodies to trade straight from Trumbull Valley. Come on by. So, die Bodenbrecherschaufel kannst du noch reparieren. Achso, die Prepper haben wir ja auch ordentlich gequält beim Seuchenherz. Wo ist sie? 51 Schuss? Nö, haben wir wohl doch nicht. Gut. Dann zurück in die Rotation. Ron ist dran. Und Kelper, die geht ins Seuchenbett. Achso, wir haben noch keinen Strom, weil die Strategie noch nicht aktiv ist. So, jetzt wieder die Suche nach der richtigen Zeitarm und dann brauchen wir den noch. So, jetzt vier Außenposten, was völlig okay ist in einer Basis, in einer Vier-Mann-Basis, ne? Für die Bewertung Starterbasis mit drei Außenposten, Vier-Mann-Basis mit vier, Fünf-Mann-Basis mit fünf und ab Sechs-Mann-Basis dann mit sechs Außenposten. Achso, wir waren dabei, drüben zu looten.
Wieso brennt der Juggy? Ich weiß, dass wir mal einen Juggy angezündet haben, aber eine ganze Ecke weg von ihr eigentlich. This one's cleared out. Better keep moving. So, wo dann? Find us dead and shambling on the road, just put us out of our misery, okay? Ja, werden wir dann tun, gegebenenfalls. Will ich hier noch was raus haben? Die zwei hätte ich eigentlich ganz gerne noch. Das heißt, ich lasse den Rucksack drin hier, denn den brauchen wir im Moment nicht. Nehme aber den. Ups, den auf den Rücken, damit ich noch was zum Salvagen mitnehmen kann. Denn wir werden ja jetzt doch ein bisschen was verbrauchen, aufgrund der Strategie, die wir am Außenposten, am Wahrzeichen Außenposten fahren. So, und danach heißt es dann eigentlich schon mal wieder Blick auf die Karte, denn wir müssen ja die 5-Mann-Außenposten frei, 5-Mann-Basen freiräumen. Hier sind zwei drauf. Eins kennen wir. Ich vermute, das andere liegt hier. Und da fahren wir jetzt auch als erstes hin. So, und da haben wir Strom. Immerhin etwas. Das Seuchenherz, okay. Was ist das für eine? Lebensmittelhändler? Nee, danke. So, dann Außenposten anfahren und wieder ein Bild machen. Wir können auch einmal auftanken dann jetzt schon. Ja, dich habe ich leider zu spät wahrgenommen. Komm mal mit. Okay, da läuft was in der Basis nicht. Der Dackel soll nicht zu mir kommen, sondern ja, er hat das Prinzip verstanden. Das einzige Problem ist der Bloater jetzt gerade da. Thank you.
Lebt der Dackel noch oder haben sie den schon erlegt? Fakt ist auf jeden Fall, dass da schon mal einer gestorben ist. Das war ein ordentlicher Biss. Und der andere da hinten hat auch eine Menge Spaß. Da habe ich zu spät geschaltet. Nee, du bist auf dem Falschen, glaub mir. Da war der zweite tot. Ja. Der wollte mir ans Leder. Die alte Kackbratze. Was ist denn der letzte jetzt? Da ist er. So, gleich wieder auf dem Beifahrersitz und dann gucken wir uns doch das weiter an. Er hat auf jeden Fall Spaß, würde ich behaupten. Und das war's. Ich weiß nicht mal, wie die feindliche Enklave hieß, aber wir sind sie los. Ganz geschmeidig, würde ich sogar sagen. Hier liegen auf jeden Fall zwei. Dann können wir mal anfangen mit Looten. Hast du gut gemacht, Ron. Ach, hier liegen sie alle. All this weight is gonna slow me down. Davon kannst du einen benutzen und dann müssen wir mal schnell rüber zum Außenposten. Haben wir ja jetzt einen. Ich hoffe nur, dass der Juggy da, der in der Nähe war, weg ist. Aber sieht ja soweit erstmal brauchbar aus. Das ist echt wunderbar, solange so viele Blutseuchen-Zombies in der Nähe sind, kann man so schön dafür sorgen. Ups, wir brauchen auch Sprit für den Wagen. So schön dafür sorgen, dass die so richtig aufs Maul bekommen. Wird halt schwieriger, wenn keine Seuchen-Zombies mehr in der Nähe sind, ne? Aber geht prinzipiell auch. Nur halt deutlich schwieriger. Aber das war ja eben. Ja. So, wo waren das? Da, ich würde sagen, da irgendwo, oder? Ja, hier liegen allerhand Zombies. Der andere war doch auch noch nicht leer, genau. Das ist so assi.
So, dann war aber die Mission, wir wollten rausfinden. Hier kennen wir beide. Hier kennen wir ja nichts. Das heißt, wir könnten darüber fahren. Wer ist denn das da? Ach, das ist Silvio, der wandernde Händler. Und hier kennen wir auch nichts. Und wir müssen uns dann auch anfangen. Komm, nimm, pack Feuer ein. Das kannst du immer. Das werden langsam zu viele Infektionsherde. Von daher ein bisschen Feuer und dann fangen wir mal hier unten an. Sind ja gleich welche in der Nähe. Stromnebenstation. Das ist jetzt das erste Ziel. Euch muss ich auf jeden Fall erstmal und dann muss ich kurz raus und dir eingeben. Da hinten ist auch eine Wartschildtante. Eine? Ups, hier war ich wohl ein bisschen nah dran gerade, ne? Ist auch explodiert. Naja. So, dann dass die anderen auch wieder zurücktraben. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob wir nicht eine große Explosion veranstalten können. Sind da noch? Ne, scheinen nur noch drei normale Zombies zu sein. I still don't feel totally safe, but hey, we're making progress on these infestations. Und dann weiter zum nächsten. Wo ist denn der nächste? Ach ne. Tankstelle ist auch nicht so kompliziert. Normalerweise recht gute Sicht drauf. Ich glaube aber nicht, dass das die... dass das die Screamer... vom Infektionsherd waren. Da kommt der nächste. Und da stand der letzte, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach, der geht auch einen Schritt rüber. Jetzt barkt er rum. Jetzt kommt er. Das war's auch schon mit dem Infektionsherd. Dann auf zum nächsten. Ach, der ist hier irgendwo schon, der nächste. Oh, das war eine Zombie-Bedrohung, die ich verpasst habe. Na gut, das ist nicht so schick.
glaube, es ist schon ein bisschen vorhalten. Ja. Da hinten stehen sie doch alle. I should reload. The stations could have been a problem, but we stepped up and took care of it. So, da sind wir jetzt infektionsherdfrei. Da unten ist einer, aber der ist arg weit weg. Und wenn Aufklärung, dann vielleicht nach hier. Dann machen wir jetzt den Infektionsherd da im Norden. War im Moment noch ein Einer. Aber diese kleinen Steine da. Und bei der Gelegenheit finden wir dann vielleicht auch die beiden Seuchenherzen, die auf der Polizeistation sind. Wie heißt das? Ländliche Polizeistation, glaube ich. Und die Basis wäre auf jeden Fall gegenüber unserer aktuellen einmal quer rüber eigentlich. You gotta watch out for plague zombies around here. Da sind jetzt schon zwei. Oh, einer steht. Ist aber gerade runtergefallen und wenn es gut läuft, fängt er sich dabei auch. Ja, geh da mal gucken. Der ist ganz komisch umgefallen. So. Überlebender in Not. Kann sein, dass das schon so ein Fritze ist, der Seuchenerz machen möchte. Denn ich kann mir vorstellen, dass es Seuchenerz dadurch aus drin ist. Aber das werden wir gleich feststellen. Ja, es ist da drin. So, das zweite, das hier drauf ist, vermute ich dann hier drüben auf der Seite. In einem der Gebäude. Da ist es doch auch schon. Das hätten wir. Da wäre die Werbetafel. Muss aber nicht unbedingt sein. Lass uns mal zu der fahren jetzt lieber. Wagen qualmt schon wieder Schwarzpalzi. Willst du es riskieren? Außerdem hast du gerade die Einfahrt verpasst.
small town outside New Orleans with 500 houses and not a single drivable car. I know because I crashed them all before I learned the importance of auto repair. Don't make my mistake. Ja, Twain. Außerdem bin ich schon wieder ganz schön leise beim Kommentieren, ne? Naja. So, da waren wir durch. Dann gucken wir hier. Eine Mazara Farm ist ja auch eine potenzielle 5-Mann-Basis. Das dürfte auf jeden Fall drauf sein. Nee, definitiv nicht. Dann fahren wir weiter runter, gucken uns die Riverside-Werbetafel an. Denn das würde ich jetzt schon auch gerne in die Folge reinbringen und danach ist für mich dann auch Feierabend. Boah, hättest du nicht gerade gestöhnt? Ich hätte dich nicht bemerkt. Da ist noch irgendwo einer. Ach, direkt hinterm Kofferraum. Na gut. Vorne ist die Werbetafel. Bleibt ihr weg? Ja. Denn ich weiß nicht, ob sie in dieser Folge erwähnt hatte oder der davor oder in irgendeiner davor, aber aus der Basis möglichst schnell raus. Die ist schlechter als die Starterbasis. Vielleicht werde ich auch Lügen gestraft dann in meiner eigenen Basisbewertung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel bei rumkommt für die Kirche. Ah, da, das ist auf jeden Fall drauf. Ich kann mir vorstellen, dass da hinten... Nee. Eine. Achso, ist eh nur eine drauf. Nein, wissen wir ja das. Okay. Das heißt, wir wissen, kennen alle Seuchenherzen, die auf den 5-Mann-Basen sind. Sollte erstmal reichen. Das heißt, jetzt zurück zur Basis. Dann würde ich gerne meine Basis markieren, um ungefähr zu wissen, wo ich hin muss. Ich würde zwar eigentlich lieber auf der Straße fahren mit Lad, aber hier scheint ja auch irgendwie ein Feldweg oder sowas zu sein. Querfeld ein. Und da wären wir auch. Warte mal, dich auf jeden Fall.
raus da. Beim nächsten Mal müssen wir ja weitermachen, dann auch mit Playcards. Du brauchst auf jeden Fall Sprit, denn den haben wir gerade gebraucht. Hier passt alles. Haben wir hier noch Platz in dem? Ich meine nicht. Munition, Futter können wir transferieren. Dann gehst du hier rein. Hey guys, I'm back. We're running out of room for the junk we're gathering. So, und dann kriegt Ron noch seine Stormbringer. Irgendjemand? Ja, Ron muss rein, aber du kommst erst rein, wenn die Folge dann vorbei ist. Vielleicht klettern wir nochmal aufs Dach. Um hier einen hübschen Blick auf das nächtliche Mega Valley zu haben. Nerd Alert. Ja, liebe Leute, das wär's dann aber auch für die Folge und die Session. Ich hoffe, es hat gefallen und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo da lassen würdet. Bis zum nächsten Mal, euer Palzi.